Hast du dich schon einmal gefragt, was aus dem kleinen Prinzen wurde, nachdem er seine Hülle in der Wüste zurückgelassen hatte? Und wie es dem Schaf und der Rose erging? Viele Fragen blieben unbeantwortet. Vielleicht hat es sich ja so zugetragen. Einige Zeit, nachdem der kleine Prinz die Erde verlassen hatte, kehrte er auf unseren Planeten zurück. Er wollte sich den vielen offenen Fragen widmen, die ihn seit seinem letzten Besuch beschäftigten. Vor allem wollte er herausfinden, wie aus unseren tollen Kindern oft so seltsame große Leute werden können, die dann gar nichts mehr verstehen. Viele Jahre lang mischte er sich unter die Menschen und erlebte viele schöne, aber auch schreckliche Dinge, die ihn teilweise sehr verwirrten. Nun war er auf der Suche nach einem Freund, mit dem er seine Erlebnisse teilen und besprechen konnte. Diesen fand er auf einem kleinen Asteroiden. Andreas Wassner knüpft nahtlos an das beliebte Original von Antoine de Saint-Exupéry an. Wer den kleinen Prinzen liebt, der liebt auch die Fortsetzung. Erhältlich im Buchhandel und bei allen Online-Anbietern.